Sound und was herrlich. Ist denn mit deinem Kopf los? Einmal. Das ist so schlecht. Es gibt auch einen oben. Was ist denn mit deinem Kopf los? Ja, heute Barney aus dem Schnitt mal wieder. Ganz kurze Info, bevor es mit dem Video losgeht. Und zwar hat es bei der GNU leider wieder ein bisschen die Audioqualität verhagelt, nachdem jetzt alles umgestellt wurde ist für ihr neues Gaming-Zimmer. Aber am Samstag haben wir das alles eingerichtet und für die nächste Aufnahme soll es dann passen. Also da nochmal drüber wegschauen in der Folge, aber beim nächsten Mal, da klappt es noch alles wieder. Okay, viel Spaß! Hallo Leute, wir haben einen neuen Namen und der ist Silze. Was das bedeutet und es ist eine Abkürzung, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wer es rauskriegt. Wieder dabei sind Henno. Ja, hallo. Kalle. Hi, ich habe eine Mütze auf und jetzt nehme ich sie wieder ab. Sterzi. Ich habe Ängste. Und Papi. Hallo. Ja, und ich nehme heute einen ganz besonderen Killer und zwar den Pyramide-Held von Silent Hill. Der soll schwer sein zu spielen, aber an den hänge ich besonders, denn ich spiele ja auch die Heather immer als Survivor. Und der Pyramidenkopf ist dafür bekannt, dass er vor allem seine Gegner umbringt und vergewaltigt. What? Wusstet ihr, dass ich eine absolute Phobie vor dreieckigen Objekten habe? Echt? Hast du meine P*** noch nicht gesehen? Hey! Why? So, Werkstatt! Oh cool, ich spiele Map. Alter, ich hab die Luke, ich spring direkt rein. Wow, Ahmed. Im Ernst? Also, wir können auf jeden Fall eins heute festhalten. Ich hab heute in der Runde den längsten. Du hast den längsten, Digga? Ja. Digga? Was? Da wurde schon gearbeitet. Arbeit, I don't like it. Arbeit, Arbeit. So, schön mein Gummistiefelchen zerstören. Ich bin jetzt einer von euch. Mögt ihr Sülze? Na klar. Hast du Gummistiefel an? Ich weiß es nicht, ich bin ein kleiner Gärtner. Du hast aber eine große Hake dabei. Ja, magst du mal meine, magst du es mal an deinem Fleischi spüren? Alter. Damit pflügt sie eigentlich den Boden hier gerade. Ja, genau, ich mache einen. Hey, sag mal, spinnt ihr? Alter, Genrush, du hast noch keinen gefunden. Du bist ja so lost in brain, Digga. Wallashish Hamdu, Ahmed Hamdu. Alter, du bist so gestört. Oh, ein bisschen viel Hamdu. Bitte geht raus an Hamdul, ne? Hamdul. Ach, Papu, du machst immer den gleichen Fehler. Nee, ich baite dich. Au! Ich hab mich so verbrannt. Holy shit, was mach ich denn da? Oh, fuck my life, geil. Gnu, wie schlimm wäre das jetzt, wenn ich schon den zweiten Generator machen würde? Da hinten ist Papu. Das wäre in Ordnung, weil ich habe kleine Ziele. Ich möchte nur einen aufhängen von euch. Ja! So. Ich mach weiter. Was? So. Wie hat dir dieses... Du hast mich übel geschlagen. Du hast ein Zipfelmützelchen. Ich bin der Weihnachtsmann. Du hast ein Zipfel. Hast du ein Geschenk dabei? Ja, willst du es mal spüren in deinem kleinen Po? Nee. Ja. Du bist übel hässlich, Alter. Bau den Haken ab. So, jetzt reicht's. Alter, was machst du denn da? Du gräbst ja voll. Hä, hey, was ist denn jetzt los? Ich wurde gehittet von irgendwas. Ja, von meinem Zaun. Was? Ja, es ist so barbed, so, ne? Ja, barbed wire. So, wo ist denn der kleine Papo hingekrochen? Mann, ich kann nicht. Stop it right now! Things gone hard. Ah, ganz in die falsche Richtung, Jasmin. Ey, ich bin gar nicht mehr da. For the long way up. Papo? Ja? Sag mal, wo du bist. Ich höre dich eh wie so eine Ziege da unten rumschreien. Ich hab's genau gehört. So, ja. Ja, oh, oh. Das oh, der Weihnachtsmann ist schon wieder unterwegs. Mr. Dreieck! Okay, jeder für sich selbst jetzt. So, jetzt wirst du auch. Jetzt kommt ein bisschen. Ich hab den Generator beendet. Schinkenspicker. Zugetreten. Das ist in Ordnung. Bist du doch gar nicht der Weihnachtsmann, so ein Heinzelmännchen? Kann das auch sein? Dafür kommst du an den Haken. Oh, wenn du so weitermachst, camp ich. Alter. So, damit dich keiner holen kann. Sie macht schon wieder einen Zaun um mich. Damit du dich nicht weiter fortpflanzen kannst. Ist das die Lösung für deine Probleme, Gnu? Nein! Oh, Hello, nein! Du hast den gleichen Fehler gemacht wie ich! Sieh! Nein, das war kein Fehler! Du hast angetäuscht! Sieh! Komm her! Nein, nicht, Mami! Ich bleib mir nicht an Haken! Nein, mit deinem Kackschwert! Ich hasse dich! Ich will nicht aus der Erde! Henno, ich mach dir einen Zaun, okay? Ich bin der Gärtner. Hä, was ist das? Warum macht sie einen Zaun, Digga? So. Das ist ein Zauni. Ja, aber du musst es, glaube ich, machen, wenn du Leute jagst, um denen so einen Weg auch krass
Also um das zu beeinträchtigen, wie du beeinträchtigst. See ya! Hilfst du mir gerade? Yo, ey Max, kannst du mir den scheiß Zaun aus meinen Füßen nehmen? Wie geht das? Ich weiß nicht, vielleicht können wir das gegenseitig machen. Alter, das dauert ja 80 Jahre. Könnt ihr aufhören, euch da hinten zu massieren? Oder wenn, dann mich bitte auch einladen. Fummeln, lass mich fummeln! Komm schon, ladet mich ein, bitte. So. Komm schon. Komm schon. Nein, du bleibst hier! Oh, alles klar. Du komm schon! Hinu! Hinu! Ich mach den letzten Gen. Sag mal, bist du da jetzt reingegangen? Hä, bist du lost in space? Ich? Digga? Oh! Oh nein, ich dachte, ich sie denkt, dass ich da rein bin. Maschele! Gnu, bitte nicht! Bitte nicht! So, probieren wir das nochmal mit dem Zaun. Das ich kann dir die Geländer anbieten. Wenn du magst, dann lass mich bitte runter. Oh, jetzt funktioniert das Ganze. Ach, ich verstehe. Oh, holy shit. Okay. Wo ist denn der kleine Henno hin? Keine Ahnung, wo Henno ist. Kleine Henno. Wieso? Was hat's mit diesem Stacheldraht auf sich? Weiß also, ich kann das quasi jetzt hier so langziehen. Weiß das wer? Ja, und dann? Und dann kommst du jetzt mal zu mir? Nö. Aber du. Ja, komm mal kurz. So, noch ein Stückchen. Also, ich zeig's dir kurz. Warte, ich camp. Du kannst ihn gleich holen. Ich geh jetzt weg, okay? Ich muss nur kurz. Leute, ich würde jetzt mal einen Fluchtversuch starten. Nein, 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 holt ihn. Ich habe gerade den letzten Gen gemacht, Bruder. Holt ihn, ist in Ordnung. Ja, jetzt struggelt er schon, das war gemein. Hier ist eine Lücke. Moin, Digga, wo ist er? Der ist da vorne an der Tür. Ich muss gerade mein Ding ausprobieren. Alter, ah, ich hab einen Zaun im Schuh. Oh, no one ever said aber that. Wie macht man das denn weg? Also ich kann es scheinbar aktivieren. Also wenn ich diese Linie ziehe, kann ich einen Knopf drücken und dann kommen da diese Zaunpfähle raus, die euch verletzen. Ihr könnt es mir aber auch gerne einfach in den Kommentaren erklären. Es wäre viel einfacher, wenn es so wäre. Ich habe jetzt auf jeden Fall alles fertig gemacht. Seid ihr jetzt schon alle weg oder was? Nee, aber auf jeden Fall seid ihr jetzt zaunifiziert. Ja, das finde ich sehr gut. Wie macht man das? Wie macht man das von dir weg? Geht das? Kann ich überhaupt was machen? Nö. Was hat er gerade gedonkt? Das war eure Lebenszeit. Nee. Bist ja wieder reingeleitet. Ich hatte das die ganze Zeit an den Füßen. Hey, warum hast du das an den Füßen? Oh nein! Wenn ich jetzt hier reingehe? Oh, Papa ist rausgegangen. Ich bin zu weit gelaufen. Gehört. Scheiße. Okay, wenn man zweimal reinrennt, wird man einmal gehörtet, glaube ich. So, also ein Tor ist offen, Leute. Ja, ja, ich steh die ganze Zeit beim Tor. Ach so, ja, dann können wir alle raus. Also, alles entspannt. Warte eigentlich auf euch gerade noch. Ne, wir warten auf dich, Digga. Ach so, ihr seid am anderen Tor. Ja. Nein, bleib stehen, Kalle. Ich muss dir doch was sagen. Kalle. Oh, fuck. War die ein Hackeschwert, Alter. Also er oder sie? Weiß ich nicht. Ach komm, der schlechteste Killer ever. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man immer erstmal bei einem Killer bleibt. Es ist sehr frustrierend, muss ich sagen. Also ich Soll glaube, ich jetzt mal Killer spielen? Ja, ich bin der schlechteste Killer EU. Ich wechsle jetzt, bin beleidigt. Wenn Papo schon wieder Killer ist, dann campt er, wie in der letzten Folge. So, ich bin jetzt ein Survivor, mir reicht's jetzt. Ihr dürft mir ja mal für die nächste Folge dürft ihr mir einen guten Killer für Anfänger empfehlen mit den passenden Perks, bitte. Dankeschön. So, ihr kleinen Stinker-Papo, dann wähl mal aus. Ich möchte aber diesmal einen epischen Sieg haben, bitte. Oh, ich habe meine Hörner noch nicht aufgezogen. Boah, das gibt bestimmt Dislikes. Nennt mir kurz eine Hörnchenfüllung, bitte. Schoki. Nuss-Nougat. Okay, Schoki, Nuss-Nougat, Leute. So ist Hollandaise. Oh nee, was ist das? Behandlungsbereich. Oh nee! Larrys Gedenkenschnut. Wir gedenken an Larry, den alten Larry. Walla! Sterzenlegen. Ein, Oh, hier. Was ein Exemplar. Alter, sind cool. Ein Gen. Gen. Braun Gen. Meint ihr, das ist eine Irrenfabrik? Hey, Alter, sag doch, dass er bei dir ist. Langsam. Der ist bei Sterzig, der liegt auf dem Boden. Mein Gott, Aui. Spielt Michael Myers. Ne? When you tried your best, but you don't succeed. Freddy Krueger, Alter. Echt? Freddy Kotze. Ey, den habe ich noch nie gesehen. Der ist mega klein und hat eine Kralle in der Hand. Ja. Ich habe noch nicht einen Generator gefunden. Tschüss, Sterzig. Und das hau rein. Oder so. Wie kann das denn sein? Hat er dagegen getreten? Na gut, dann rette ich einfach Leute. Das passt. Und was denn jetzt? Oh nein, was ist das für eine Traum, Scheiße Digga. Jetzt? Da war Bless gestern auch. Er ist in meinem Traum. Lol. Bei mir ist es. Hallo, Max.
Ja, wo rennst du jetzt hin? Du rennst ja so schnell. Hallo da. Oh, sorry. Nein. Das ist ja ein Träumchen mit dir. Junge, wie kannst du mich denn so tragen? Unrealistisch. Aber wirklich. Ich bin viel zu klein, Junge. Unrealistisch ist das gar nicht. Ich find's. Lass es einfach nur zu. Realistisch, Digga. Was hat das mit den Träumen auf sich? Ich hab keine Ahnung, wie er funktioniert. Well, Ahmed. Ich kann zu Generatoren teleportieren. Das mache ich jetzt auch. Tschüss, Max. Siehst du mich noch? Achso. Ey, warte mal. Da ist ja noch Kalle. Ich hab Kalle gerade gesehen. Kalle, was machst du denn hier? Bin hier nicht. Sicher? Ja, Tristo, teleportier dich. Ich sehe dich. Ich bin hier nicht. Hol dir mal ein Henno. Na klar. Okay, was ist das jetzt? Hallo? Ah, da bist du wieder. Warte mal, bist du im Schrank? Nee. Ah, du holst gerade Max? Nee. Ja, also. Sorry, aber das war jetzt ja Int. Du Intest, weil du schon wieder campst! Ja, ist es halt wirklich so. Ich hoffe, er verliert. Und dann weint er. Warum machen... Ah! Hey, hör auf, mich zu jagen! Sag mal, das brennst du oder was? Aber ich brenne. Ich bin halt im Zaubertraum unterwegs. Ey, kann jemand mal Sterzig heilen in der Zwischenzeit? Voila. Oder einen Generator machen? Was macht ihr, Leute? Wir sterben hier. Die sind beide an einem Generator. Was denn los? Max, wo bist du denn hingekrabbelt? Ich will aufs Krankenbett. Wann geht das hier mit dem Traum zu Ende, hier mit den Flattermäusen? Wo ist dein Blut? Hier? Ich finde dich nicht, Max. Liegst du hier nicht irgendwo? So ein Noob, dieser Papo, nicht wahr? Das ist einfach nur anstrengend. Hey, oh mein Gott. Warte mal, nee, das geht aber nicht fett. Okay, das war aber voll fett. Max ist mal in Ruhe und ich geh jetzt mal... Danke, Chris, ich mag dich. Okay. Nein, das gibt's doch nicht, verdammt, Mann. Alter! Ich bin der Sandmann. Alter. Jetzt geht ihr schlafen. Ist doch nicht euer Ernst. Was macht ihr denn? Sterzig, du musst nicht so schnell krabbeln. Ich krabbel, wohin ich will. Oh mein Gott. Guck dich doch mal an, wie du aussiehst. Ja, ich bin übel klein. Einfach übel ekelhaft. Du siehst richtig verfault aus. Ich finde, es geht. Richtig verfault. Oh Mann, Max, was machst du da hinten? Verfault und hässlich. Was ist denn mit deinem Kopf los? Einmal. Es gibt auch einen oben. Was ist denn mit deinem Kopf los? Oben? Okay. Hey, ihr seid übel, das ist das Geil. Yeah! Walla! Du Loser! Wie bist du denn hierher? Oh, ich hab dich nicht getroffen. Nee. Oh, du hast mich getroffen. Aber noch, durchs Fenster habe ich dich noch, ja. Warum? Ich einem mitgegeben. Warum holst du denn Sterzig nicht vom Haken, während er uns verfolgt, Digga? Komm! Ja, jo, Leute. Testo Captain, der ist bei mir. Testo. Es ist so durch. Leute, das geht nicht. Wenn er jagt, muss man den vom Haken holen. Ja, und Christo campt schon wieder! Ich hab nicht gecampt! Ich war die ganze Zeit auf dem Weg dahin! Du campst dein Anfang an! Ich hab schon gecampt! Gnu, jetzt mach doch mal eine Ansage, das ist deine Folge! Ja, ich bin tot! Du bist tot! Ey, Kalle, du hast gerade Sterzig nicht geholt! Lass das sein! Halt dein Maul! Okay, Leute, das war's mit der neuen Gruppe. Wir trennen uns. Nö, ich bin raus. Ich geh zur HWSW. Oh, okay. Das war eine Ansage. Ich habe hier gerade keinen Haken. Doch, da ist einer. Guck mal, siehst du den da hinten? Das ist deiner. Da steht dein Name drauf, Kalle. Guck mal, der passt wie Arsch auf Eimer. Boah, das war ein hoher Schrei, ne? Tschüss. Camps wieder. Er campt nicht. Nein, er hat... Oh nein! Nein! Ey, das ist so... Hol jetzt ey, ist der Hustel. Hol einen von den ja, ich renn grad hin. Kalle, du musst mir den Epischen holen, ne? Jetzt ist wieder irgendeine Traumscheiße. Ja, Mann. Ich bin gerade zu Kalle, glaube ich. Nee, ich hab... Nein. Ich bin ja, bei der Gnu. Das ist einfach, Typen. Kalle, such die Luke. Ich bin enttäuscht. Menschlich, ne? Was ist das eigentlich für ein Kasten mit dem Raben? Alter, was hat denn die Ratte? Traum entkommen. Ja. Alter. Ja. Alter, Digga. Ja, was machst du jetzt, hä, wenn du nicht cheaten kannst? Genug. Da habe ich doch gerade was gehört. Was war das? Tja. Oh. Das werde ich dir garantiert nicht sagen. Er stärkt sich genug am Haken, ne? Und er jagt alle.
Kalle lebt noch. Na klar lebe ich noch. Lol. Ich dachte, ich werde... Ihr müsst ja auch kommunizieren, Leute. So geht das nicht. Kalle, ich brauch Calls. Ich bin tot. Ja, ich hab ihn gehört. Alter, du warst die ganze Zeit wieder nur bei mir. Die ganze Zeit, seit ich vom Haken bin. Aber das ist ja in Ordnung. Nur Sterling muss halt in der Zeit Jasmin instant retten. Instant. Also sofort. Wie so wie Nudeln. Ja, Instant-Nudeln. Instant-Nudel. Ey, wenn du Kalle... Noch bin ich alive. Magst du mich massieren? Nee, nix massieren! Hier wird jetzt vom Haken geholt! Nein, das ist schon richtig. Du struggles eh schon, die haben Zeit. Erstmal massieren. Sonst sind die One-Hit-Kalle. Das sehen sie jetzt richtig. Erstmal massieren. Das war die schönste virtuelle Massage, die ich je hatte. Auf dem Weg. Oh, da ist noch wer. Nein, Mann! Ich hasse es. Oh mein Gott, Kalle. Ihr seid so die Interbande. Was ist mit Kalle passiert? Ihr habt gesagt, rettet mich. Nein, du hast aufgehört zu drücken, du Vollidiot. Nein, hab ich nicht. Doch. Ja, sitzt du neben mir hier im Raum, guckst auf meine Tastatur Alter, oder was? Ich doch nicht raus. Alter. Du rennst zu laut. Hand of Int. Du kannst noch gar nicht tot sein. Maschallah, ich fick nur dran. Maschallah. Weiß einer von euch, wo die Luke ist? Ja, die links oder rechts? Wegen Haken hättest du ja. Ich will mit dir Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Okay, hallo. Dann machen wir das. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hab eh Scherenhände. Luke? Ich hätte Stein genommen. Luke? Ja. Ich hab eh Scherenhände. Luke? Ja, Camper gewinnt wieder mal, ne? Ne? Ja, aber Campen ist auch echt meine Stärke. Luke? Du musst im Traum entkommen, sonst weiß er irgendwie, wo du bist, glaube ich. Ich glaube, wenn du rennst, könnte er dich sehen. Da hast du gerade eine Explosion gemacht. Nein, lass mich das Scheißding ausschalten. Ich will es meiner Community zeigen. So, und jetzt bring mich zu Luke. Nee, bring mich zu Luke. Wo ist die Luke? Ich will einen epischen. Ja. Bitte. Okay, wir machen einen Schnickschnack-Schong, okay? Schnickschnack-Schnuck? Okay. Oder wir machen es anders. Ich drehe mich 15 Sekunden weg. Du hast jetzt die Chance, die Luke zu suchen. Aber doch nicht in 15 Sekunden? 14. Oh mein Gott. 13. 12. Druck. 11. Druck. 10. Druck. 9. 8. Kannst 7. Aber, 6. 5. Die anderen können mir gerne Tipps geben, Mann. 3. 2. 1. Ich komme. Ich bin doch für Schnickschnack-Schnuck, Mann. Ich will doch Schnickschnack-Schnuck machen. Ich will Schnickschnack-Schnuck machen. Bitte. Bitte. Hast du dich jetzt schon geheilt? Ich höre dich gar nicht mehr schreien. Jasmin, nicht rennen jetzt. Genau. Ich glaube, wir haben noch eine Runde Schnick-Schnack-Schnuck offen, oder? Ja, ja, klar. Da müssen wir uns treffen irgendwo, ne? Ne, du musst sie erstmal finden. Du Loser. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Jetzt kannst du zum Tor schnell. Warum ist sie jetzt im Traum? Ich habe keine Ahnung. Traumhaftes Spiel einfach. Und warum ist es jetzt überhaupt... Will das Spiel mir so helfen, dass ich gewinne, weil ich so schlecht bin, oder? Ich habe die Luke geschlossen. Ach, deswegen ist es. Ja, wenn man die Luke schließt, werden die Generatoren geskippt und du musst ein Tor aufmachen. Ach so. Ich verstehe. Aber wo ist das Tor? Wo ist das Tor? Ich frage mich auch, wo das Tor ist. Ist das vielleicht oben? Gehen wir nach oben. Nein. Doch, da ist doch die Treppe. Der Keller. Ja, super, Leute. Jetzt bin ich eh tot. Ey, warte mal, du bist ja nicht so Ey, wir wollen doch gerade ein Papier spielen. Oh mein Gott! Ja, man sieht episch. Oh, voller Affenzirkus war das gerade. Wie dumm auch der Ruf, dass er sich wegdreht, ey. Richtig dumm. So ein Vollidiot. Ein Lieblingskiller, Edward mit dem... Oh ja! Hey, der arme Kerl, der arme Barney muss alles zensieren in der Folge. Ja, auf jeden Fall, Leute, das war die Folge. Schreibt mir für die nächste Folge einen Killer in die Kommentare mit passenden Perks. Auch bitte Survivor, ich will jetzt endlich mal gewinnen und einen epischen haben. Und ich möchte nächstes Mal eine Runde haben, in der ich Killer bin und alle sterben. Okay, das ist eine Ansage. Die nächste Folge gibt's bei Purple.